So Leute, es kann wieder weitergehen mit Let's Play The Bureau, XCOM Declassified. Ich bin es, euer MC Mafex. Und wir sind hier gerade in Bedrängnis, denn wir werden hier schon wieder von Blobs angegriffen. Und warum mache ich den Blobs keinen Schaden? Ich habe keine Ahnung. Zumindest sind Blobs. Oh. Und Alter, Mann, die... Also langsam machen mir diese Blobs echt Probleme. Ja, wir sind hier gerade in der feindlichen Alien-Basis unter dem Damm. Von dem die Aliens ihre Energie bekommen. Wir müssen hier irgendwie einen Schalter betätigen oder eine Anlage aktivieren oder deaktivieren, wie auch immer. Haben wir gemacht, meine ich natürlich. Und, sorry, Carvin, ich wollte ihn nicht unboxen. Haben wir gemacht und damit haben wir jetzt es geschafft, die Kontrolle über dieses Vengate zu bekommen. Und das heißt also, wir können in die Heimatwelt der Alien reisen und genau zu dem. Ja klar, das kannst du jemand anders erzählen. Was ist das, Commander? Haben Sie das nicht gehört? Toll. Jetzt hört der Boss stimmen. So wie es aussieht, sind wir der Einzige, der Origin hört. Los, weiter! Das ist sehr merkwürdig. Warum hören nur wir den? Naja, aber noch merkwürdiger ist, warum sind die Sektoiden hier gefangen? Noch mehr von den kleinen grauen Dreckskerlen. Sie wehren sich nicht. Sie wirken ängstlich. Das sind Sklaven. Wahrscheinlich hat man die armen Kerle gezwungen, die Gates zu errichten. Na kommen Sie, sollen die mir vielleicht noch leid tun? Wenn wir den Krieg nicht beenden, eigentlich haben wir mehr mit denen zu tun, als man denkt, weil eigentlich sind die in der gleichen Situation wie wir. Weil, ja, Carter sagt es ja, wenn wir uns nicht wehren, werden wir wahrscheinlich genauso enden und einfach Sklaven für die sein, für die Outsider. Aber nicht für dich, mein Kleiner. Bam. So, ich hoffe nicht da nur, dass wieder diese blöden Kundschafter kommen. Oder so ein kleiner Elite-Mutant. Ach, wir hatten schon lange keine Elite-Mutants mehr. Ich hasse diese Viecher. So. Energiemagazin, kann man gebrauchen, Scharfschützengewehr, brauchen wir nicht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Kommen Sie wieder her. Kommt her. So, wow, das Wasser. Ich dachte, da geht's jetzt irgendwo runter. Okay, was? Durch was stirbt der bitte? Durch was? Wieso? Verliert der so schnell Leben? Oh, verdammt, fast das er gedrückt. Ganz ehrlich, also, okay, diese kleinen Waffen da, von denen diese Plasmawaffen sind mies, aber die ziehen doch nicht so schnell Leben auf, dass man so schnell Leben verlängern kann, wie der Typ es gerade gemacht hat. Naja, weiter geht's. So, zum Avenger müssen wir, damit wir eben durch das Vanguard durch können und zur Heimatwelt der Alien kommen können und Origin vernichten können. So, da geht's zum Avenger. Geht's hier noch irgendwo lang? Da geht's irgendwo lang, oder? Okay, die Tür geht nicht auf. Ne, egal. Komm, wir haben eh keine Zeit. Auf zum Avenger. Raus da wieder. Diese öffne dich und weiter geht's. So, die Frage ist aber auch wieder, warum scheint Origin uns hier zu kennen? Das war das gleiche wie bei, Axis. Die hat auch immer so merkwürdige Anspielungen gemacht. Und das war schlecht. So, wir machen das intelligent. Oder auch nicht. So, du Typ gehst erstmal dahin und baust dein Turret wunderschön hier hin. Dann sollten die Aliens erstmal da nicht durchkommen können. Ich werde in der Zeit... hier versuchen die Gegner zu flankieren. Oder wohl, ich muss das gar nicht. Carvin, warum bist du schon wieder halb tot, Mann? Wie schaffst du das? Ehrlich, Mann, wie schaffst du das? So, dann tötest du halt den. Mein Gott, also der Typ. Carvin, hättest du deinen Turret nicht? Ich würde dich einfach nie mitnehmen. So. Bäm. War's das? Großer Gott, wir sind unter dem See. Wir sollten diese Anlage auf keinen Fall entdecken. Ich hoffe, wir haben sie rechtzeitig entdeckt. Wenn Origin uns kriegt, bevor wir ihn kriegen, ist es aus mit uns. Und deswegen lassen wir das auch nicht so und gehen jetzt schnell hier weiter. So, ich wette, das ist jetzt wieder was, wo wir hacken müssen. Ich wette drauf, oder? Bitte, bitte. Ah, Glück gehabt. Hui, ich dachte, das wäre jetzt wieder so was Böses, wo wir hacken müssen. Oh. Das sieht gerade geil aus. So, jetzt sind wir hier direkt im Vengate. Und da kommen unsere Freunde. Geschafft. Bis hier jedenfalls. Die nächste Etappe unserer Reise macht mir Sorge. Moment, was ist jetzt los? Nein, verdammt, das Vengate. Es schließt sich. Sie haben es deaktiviert. Keine Panik. Carter, das System, das Vengate steuert, wir sind fast da. In dieser Kammer.
Bin schon dabei. Eine verbesserte Drohne. Will ich ja gar nicht haben. Ich mag schon die normalen Drohnen nicht. So, okay. Oh. Ih, da sind ja so viele Gegner. Ich dachte, da wären jetzt irgendwie zwei, drei Gegner gewesen, aber... Okay. Dann würde ich sagen, Sniper-Böbbelchen. Kleine Sniper... Na wohl. Es bringt halt einfach nichts. Man muss immer in der Nähe von den Typen sein, weil wenn ich nicht in der Nähe von den Typen bin, dann sterben die. Und deswegen würde ich sagen, geht ihr einfach beide dahin. Du gehst dahin. Und du haust gleich mal dein Turret dahin. Und ich kann nicht darunter schießen. Das ist scheiße. Doch, kann ich. Sehr nett. So, ich hoffe, da unten ist kein Kundschafter. Ansonsten werden meine Teamkollegen wahrscheinlich in wenigen Sekunden tot sein. Ist ein Kundschafter. Du, oh nein, ich glaube, da ist ein Kundschafter. Ich glaube, da hinten kommt noch einer. Nee, das ist nur... Okay, das ist nur ein Elite-Outsider. So. Geh gleich down. Wirf nicht die Granate auf mich. Wirf sie nicht auf mich. So, explodier. Schön explodiert. So. Jetzt machen wir erstmal kurz den Typen hier fertig. Oh, schon wieder nachladen, Mann. Man muss mit dieser Waffe so unglaublich oft nachladen. So. Was machst du da? Soll ich dich jetzt nicht sehen, oder was? Okay, ja, dir geht scheiße. Mir geht's auch scheiße, weil ich mit dir hier zusammen sein muss. So. Das ist nicht. Ach komm, das ist ein kleiner Elite-Outsider, Mann. So schlecht könnt ihr doch gar nicht. Okay, ihr könnt so schlecht sein. Ich sehe schon, warum. Der hat Plasma-Waffen. Das ist assi. So. Dann heilen wir uns jetzt mal. Sicherheitsweise. Weise. Du haust deine Mine mal hier hin. Na cool, kann man die. Ich will sie vielleicht nicht da reinwerfen. So. Warum explodiert die Mine nicht? Der ist doch in dem Radius, dachte ich, von der Mine. Na egal, so. Die haben alle Plasma-Waffen, Mann. Willkommen, Origin. Hörst du mich? Okay, sollen wir weiter? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wenn ich jetzt weitergehe, sterbe ich nicht, oder? Ich bin schon da. Oder? Das spawnen jetzt nicht einfach mal so ein kleiner Elite-Mutant. Zielkommando. Okay, komm. Nee, die spawnen nicht. Aber wenn wir so BUM von oben kommen. Nee. Das Schlimme ist ja, ich hatte ja diese Situation schon öfters. Plasma-Sturmkanone. Jetzt geht's los. So, werfen wir die Waffe weg. So, Plasma geschossen, die das Ziel im Aufschlag verbrennen. Burn, Motherfucker, würde ich hier einfach mal sagen. So. Dann, hier ist nochmal ein Plasma. Energiemagazin, auch gut. Okay, sind wir jetzt halbwegs gut ausgerüstet. So, hier kann man das Main Gate wieder öffnen, oder? Jetzt spawnen aber hier Gegner. Hin, Leute. Genau ins Herz ihrer Welt. Von ihnen. Das war so klar, Leute. Das war so klar. Entdeckung, schnell. So, und du, Typ. Kannst du... Nee, warte. In der Mine möchte ich den nicht liegen lassen, aber ich möchte, dass er da hingeht. Hier. Und das passt dann so. Gut gemacht. Kommen Sie jetzt wieder an Bord und dann bringen wir es zu Ende. Okay, mach mal. So, Drohne. Silakuit. Geschützturm. Stellt man ihn mal ein bisschen, so. Dann ist er ein bisschen hinter der Deckung im Moment. Soll nicht sofort irgendwie instant down gehen. So, jetzt habe ich auch mal so ein geiles Platz. Ah, gib mir. Der gefällt mir jetzt gerade die Granate auf. Sehr nice. Alter, nein. Verdammt, du stehst hinter einem MG. Wie kannst du da so schnell sterben? So. Ach, verdammt. Oh, das habe ich ja komplett vergessen. Das hilft ja gar nicht. Okay, das ist gerade hart. Das ist gerade sehr hart. So, was machen wir? Nein. So, das wird jetzt mein Tod sein. Warum sind die hinter mir? Nee, sie sind nicht hinter mir. Ich hab grad so Angst, Mann. So, Helfer, Commander, schieß mal auf den Elite-Outsider. So, habe ich dich down gemacht? Habe ich ihn down gemacht, so. Warum konnte ich die Waffe von den Typen nicht vorher mitnehmen? Das ärgert mich voll. Okay, das ist scheiße. Warum lauft der Typen alles so weit vor? Ich will nicht, dass er so weit vorläuft. Schlecht. Dann sterbt ihr. So, jetzt machen wir dieses coole Vertreiben. Das geht natürlich nicht. Wartet, doch. Es sollte... Ja, perfekt geht es in den Radius hier. So, komm. Nice. Elite-Phantom. Jetzt hier Granat. Oh nein. Geh weg. Geh weg! Nein. Entdeckung! So, die Granate hat immer gesessen, so. Da sind nur noch zwei Gegner! Wie kommen die hinter uns?
Nein, er portet sich, er portet sich, er portet Heilung sich, er portet aktiviert. Sich. Nein, 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 das lass mir nicht zu, das lass mir nicht zu. Wo ist der Elite-Outsider? So, komm, 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 komm. Ja, so, der ist down. Der ist schnell in Deckung. So, das war aber auch knapp. Komm, komm. Machen wir echt mehr Schaden mit diesen blöden Plasma-Waffen als ich ihnen. Aber immerhin haben wir jetzt halbwegs Munition auch für die Waffen. Es ist noch nicht ausgestanden. Trotzdem danke. Affgranaten. Assis. So, da legt man Laser-MP, die will ich nicht haben. Oh, aber die Waffe gefällt mir echt. Also ohne die wären wir jetzt darauf gegangen. Und wie? So, jetzt schnell zurück zum Schiff. Und dann heißt es weg hier. Und dann auf zu Origin-Leinchen. So, was haben wir hier? Müssen wir hier? Nee. Okay, hier ist nur irgendeine Hyperspace-Steuerung oder so, irgend sowas. So, ein Ausdruck erhöht das Gesundheitsmaximum. Bei der Wiederbelebung bekommt der Träger gleich mehr Gesundheit. Das ist nice. Ich glaube, das rüsten wir eigentlich auch mal in nächster Zeit dann unseren Teamkollegen immer aus. Sie können das gut gebrauchen, bevor die hier alles bei Sekunden sterben. Jetzt heißt es wieder rein hier in den Avenger. So, wir schütteln hier noch ein bisschen Alliant und jetzt rein da meine Teamkollegen. Gehen Sie in Position. Die sehen uns nicht? Noch nicht, aber sie werden nicht aufhören, nach uns zu suchen. Der Faceplotter ist eingerichtet. Signal ist laut und deutlich, Doc. Ich setze die Koordinaten. Okay, das ist also die Welt der Aliens. Und Leute, bevor wir uns jetzt hier erstmal richtig umschauen werden, machen wir einen kleinen Cut und im nächsten Part geht's dann weiter. Und dann werden wir die Heimatwelt der Aliens erkunden. Bis dahin, euer MC Mafix, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.